So, da ist er schon. Alright. Oh, hi. Ah, da steht er schon. Du Glatzkopf. So, soll ich die Ansage machen, oder was? Ja, mach die Ansage. Mach mir meine Ansage. Komm her, willst du jetzt aufs Maul oder was? Willst du eine Ansage machen, oder was? Ja, komm her. Meine lieben Leute, heute sind wir wieder zusammen mit dem allerliebsten glatzköpfigen Schauerland. Alter, geh wieder ins Licht. Ich bin auch glatzköpfig. Nein, du warst voll im Schatten. So kannst du deine Augen viel besser sehen. Jetzt siehst du so faltig aus wie in echt. Also wirklich brutal. Danke. Schauerland ohne Bart, meine lieben Leute. Damit herzlich willkommen zu einer Folge von The Monologist. Hallo. Zusammen mit dem Showerboy. Huch. Kann ich dich streicheln? Nee, kann ich nicht. Da war gerade so eine Hand. Ach so, das gehört zum Monitor hier. Ich dachte gerade, ich kann dir im Gesicht streicheln. Ich kann deine Zähne sehen. Warte, bleib mal stehen. Bleib mal ruhig stehen. Ja. Ganz ruhig jetzt. Aha. Ich sehe deine Zähne. Ich sehe deine Backenzähne. Zunge. Oh. Irgendwie ist das komisch. Ich glaube, du hast zu wenig Zähne. Boah, hast du naja, ist auch egal. Geil. So, gut, Quality heute? Content. Was spielen wir heute? Wir spielen The Monologist. The Monologist spielen wir. Und was kann das? Und das ist sowas wie, ja, so ein Spiel, bei dem man halt eben Geister feststellen muss. Mir ist gerade der Name des anderen Games entfallen und man muss in verschiedene Orte gehen. Phasmophobia. Ja, right. Ich führe dir das mal vor, mein Lieber. Hier an diesem Monitor, hier haben wir die Karte. Oh, die hier Karte. Hier können wir uns, abhängig von unserem Level, auch entsprechende Level dann natürlich aussuchen. Ne? So ab Level 5 können wir dann schon in, weiß ich nicht, das Krankenhaus gehen. Das Krankenhaus. In der Mitte des Bildschirms finden Sie eine Werkzeugliste und den allgemeinen Mehrspieler-Screen. Jo. Und auf der rechten Seite können wir Werkzeuge kaufen. Das Problem ist nur, wir haben 1.100 Dollar. Und damit können wir, das EMF kostet 1.100 Dollar. Wir haben wahrscheinlich gar nichts. Ja. Null von, gut. Also auf jeden Fall null Erfahrung. Ne, hier oben links steht's. Null Dollar. Mhm. Null. Ja. Zero. So, das heißt, wir beginnen jetzt einfach mal. Und das hier ist unsere Bude, nehme ich mal an. Ja, hier haben wir so ein bisschen Ausrüstungsgegenstände. Weißt du, die liegen hier, aber die können wir nicht nehmen, weil sie kosten ja Geld. Verstehst ja, du? Ja, das verstehe ich schon. Ja, gut, gut. Okay, dann gehst du mal in die Mitte hier des Bildschirms und drückst auf Ready. Hier unten musst du bereit machen und dann gehen wir mal in die erste Runde rein. Alles klar. Oder? Eine Frage habe ich noch. In-Game-Sound sollst du auch geben, oder? Keine Ahnung, ja. Machen wir das nicht über In-Game? Ja gut, machen wir es erstmal so. Also die Geister können uns hören, habe ich gelesen. Ja, genau. Aber ich glaube, achso, du meinst, dass wir uns nicht doppelt hören? Ja, das sehen wir dann. Also ich gehe rein und sage, was sage ich hier? Bereit. Bereit. Ich höre dich gerne doppelt, weißt du? So, und wähle eine neue Karte. Okay. Abandoned House. Aha, okay. Oh nein, jetzt habe ich verlassen gesagt. Schauerland ist weg, Leute. Guckt, der hat keine Lust mehr. Du bist auch weg. Ich habe verlassen gesagt. Oh nein, muss ich wieder in den Server rein? Du musst mal rein. Ach, ist das eine Scheiße. Ich wollte nur aus dem Screen raus. Weil ich komme wieder rein, wenn ich dich finde. Ja. Aber eventuell musst du mir das Passwort nochmal sagen. Muss ich bestimmt, ja. Ja, sag nochmal. Es war irgendwas mit 0 ja, G93H77. 0G oder E? 0G93H77. Okay, alles klar. 7-7. Ich bin gleich da, Schatzi. Ich bin gleich wieder bei dir. Ich trete in dich ein. Er ist gleich da. Es lädt und da bin ich wieder. Juhu! Nein, jetzt bin ich schon weg. So, ich sag jetzt bereit. Ja, sag bereit und dann. Ach, ich muss mit Escape einfach raus. Jetzt schon wieder irgendwas. Das kann doch nicht wahr sein. The Descent into Madness. Wieso, was ist jetzt? The Descent into Madness? Der Abgrund in den Wahnsinn. Ich sehe ein Hochzeitskleid. Genau, das war das Achievement, was ich bekommen habe. Du bist aber schon da. Ich hab das auch bekommen. Ich hab das. Oh! Okay. Hast du mir aber ein schönes Zelt gebaut? Ich wusste ja gar nicht, dass du dich so freust, mich zu sehen. Ja, doch, du. Mensch, du hast sogar deinen Computer mitgebracht. Ein neuestes Modell hier. Tragbar. Ach du. Oh mein Gott, was ist das denn? Guck mal, warum bin ich bei 97% Geisteszustand? Ja, okay, gut. Ist eigentlich eine. Weil ja, du mit mir aufnimmst, ich war noch nie deswegen. Ganz sauber. Ja, wahrscheinlich. Kameraquelle ändern. Oh mein Gott. Ermittle die Spezies des Geistes. Er antwortete nur, wenn du alleine bist. Oh. Okay, hier können wir nichts machen. Ja gut, dann würde ich sagen, nehmen wir einfach mal hier so ein paar Sachen mit. Ja, was mitnehmen. Was habe ich? Was ist das hier? Hallo? Keine Ahnung, Mann. Alter, hier ist immer so ein Blitz in der Mitte. Wie benutze ich das? Das ist eine Kakerlake. Ah, wir können auch mehrere Sachen. Ah, okay, wir können mehrere Sachen nehmen. Ich nehme auch hier das Schwarzlicht.
Also, das fällt natürlich wieder unter die Kategorie von Schauerland und ich spielen das, aber wir haben natürlich nichts gelesen und kennen uns nicht aus. Für alle die also, die jetzt hier ein ernsthaftes Geisterjagd-Let's Play erwarten sollten, ausschalten. Vergesst es. Das war bei Phasmophobia schon. Wir können nichts, wir wissen nichts. Wir stürzen uns einfach ins Abenteuer. Ach du Scheiße. Was geht denn hier? Wieder die Mutter damals. Junge. Oh Gott, ist das schlecht. Oh, ich haben hab's wir keine heute nicht. Taschenlampe? Doch, ich habe hier Schwarzlicht. Was ist das? Oh, was hier ist zurück im Auto. In den Unterschlupf. Oh, geiler ja, da können Subwoofer. Wir wieder zurückfahren. Da okay. Können wir wieder zurückfahren, wenn wir keine Lust mehr haben. Müssen wir in dieses Gebäude? Ja. Schau mal, was ist das denn? Da würde ich gleich nach Hause fahren. Ist das Hackfleisch? Nein, das ist eine Halloween-Deko. Das siehst du doch. Das ist ja blinder mit oder dem Krückstock. Oder ist das Gehirnmasse? Ach du meine Güte. Ja, deine kann es nicht sein. Guck mal, hier ist Leuchte Couch. Mal in die richtige Richtung. Da geht's rein. Ah, hier geht's rein. Aha. Hallo? Was ist das hier für ein... Jo, warum... Ey, haben wir keine Taschenlampe, Mann? Nee, kann man die vielleicht kaufen? Ist schon recht dark, ne? Aber ich habe ja hier lila Licht. Siehst du denn was von ja, meinem toll. Lila Licht? Toll. Ja, sehe ich. Aber siehst du, ne? Du bist... Ja, du machst mir auch einen sehr, sehr, sehr professionellen Eindruck, mein Freund. Ja, das wird... Hey, ist Wein! Guck mal, wir haben Wein. So warte schlecht kannst du nicht sein hier. Oh! Oh! Warst hallo? Du das? Warte mal. Der kann uns hören, das weißt du. Ja, ich krieg hier irgendeine Anzeige rein. Aber du hörst mich nicht doppelt, ne? Ich kann auch mal... Ich krieg keine Anzeige. Nein, ich höre dich nicht ja, doppelt. Ja, wir wissen halt gar nicht, aber ich habe auch jetzt mal for real gar kein Tutorial oder so gesehen. Also gut. Wir sollten uns das vielleicht erstmal durchlesen, ne? Vielleicht maybe. Ich weiß gar nicht, welches Gerät für was ist hier. Ich habe das Licht angemacht, glaube ich. Ja, guck mal, hier. Also Strom haben wir schon mal. Also wir müssen einfach das Licht überall machen. Okay. Kann man irgendwie hocken? Nee. Hm. Guck mal, ob du noch mehr Lichtschalter findest. Hier geht's hoch. Ach du, oh. Ja? Oh my lord, das sieht aber nicht gesund aus. Es sind 1000... Wo bist du? Ich guck mich... Oh, ich hab einen Fernseher gefunden. Oh ja, toll. Bei mir ist hier gerade der Sessel hier rein. Warte mal. Da liegt einer. Was? Hier auf dem Fernseher. Komm mal her. Ja, ich komme. Da liegt einer auf dem Bett. Und da sind Kreuze irgendwie im... Siehst du das? Kreuze ja. Sind da im Raum. Ist das in diesem Raum? Oh. Oh, hier ist Licht. Nee, es ist... Oh, guck mal hier, Pippi. Hm? Oh, sehr gut. Pippi. Ist doch. Ja, die habe ich schon gesehen. Skulptur. Da hinten ist gerade ein Sessel in die Tür reingefahren. Also ich zeig dir das mal eben. Von alleine? Ja, komm mal mit. Das war mega creepy. Hier rein, nämlich hier. Hier rein und da kann ich nicht öffnen. Da ist ein Sessel reingefahren. Warte, leise. Hörst du das? Ja, das hört sich wie ein Fernseher an. Mach mal Licht an. Boah, oh Gott, ey. Schau dir mal die Bilder an. Ja, hast du gerade die Tür zugemacht? Ja. Ey, ich habe keine Lust mehr auf das Spiel. Spielen wir doch lieber Pony Island oder so. Was? Oh, shit. Hm? Alter. Anger. Du kriegst ja gar nichts mit, Wut. Bruder. Ich war gerade da drin. Ich habe mir gerade die Pläne angeguckt. Ich dachte, das wäre wichtig. Geh mal da rein, bitte. Ja, da ist gerade das Licht kaputt gegangen. Ach, ist doch Kacke. Die Tür ist gerade zugegangen. Die Tür ist gerade zugegangen. Hä? Welche Tür? Die hier. Das ist hier so eine Art Werkzeugschuppen oder so. Die Eingangstür ist zugegangen. Wo wir gerade rein sind. Ja. Hier liegt einfach gar nichts. Nichts, das man irgendwie mitnehmen könnte. Komm, wir gucken mal oben. Vielleicht finden wir die Dame auf dem Bett. Da, die Tür ist auch zugegangen. Da ist ein Abdruck. Da ist ein Handabdruck. Ja, okay. Warte mal, können wir nicht irgendwie, gibt's hier nicht irgendwie so ein Tagebuch? Warte mal ganz kurz, wait a second. Oh, du hast gerade... Ich muss gerade mal schauen. Oh, was ist das? Zum Sprechen drückst du V. Hast du das gehört? Tablet ist J, nö. Ah, Einführung, weil ich Leitfaden. V gedrückt habe. Hörst du mich dann doppelt? Ja, dann höre ich dich doppelt, ja. Ah, okay, dann geht's so wahrscheinlich. Guck mal, auf J, drück mal auf J. Ja. So. Geister. Wir haben einen Fingerabdruck. Oder einen Handabdruck Beweise. Eigentlich. Ja, Fingerabdruck. Genau. Also du kannst, wir müssen also sagen, welcher Geist das ist. Schon mal ein. Genau, das Staffelei, grenzt schon mal ein. Leinwandgemälde. Gefriertemperaturen.
Ey, guck mal, man hat Dailies. Man hat Dailies, wo man extra Geld bekommt. Das ist ja cool gemacht. Das ist ja nice. Guckst du gerade parallel auf Google, was man hier tun muss? So? Aber hier sind Kreuze, guck mal. Ich bin auf J, ich schaue gerade, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, zu sehen, welche Gerätschaften was machen. Weißt du, wie ich meine? Do you want to play with me? Gehört das dazu? Geisterbox. Gefriertemperaturen, Fingerabdrücke, Staffeleileiwand, ESG. Steht da irgendwas davon, dass der Text auf Bilder kritzelt oder so? Ich gehe aber mal weiter hier. Ist ja riesig. Ja, geh mal hier. Weiter. Geh mal mein weiter. Gott. Do you want to play with me? Oh, ich habe das Hochzeitskleid gefunden. Staffelei-Leinwandgemälde. Das sollte das hier sein, ja? Oh mein Gott. Das grenzt das ein. Also es kann ein Revenant sein, ein Onryo oder ein Tai. Oh, was hier. Ist, oh mein Gott. Ja, komm mal her. Hier ist was Tolles. Hä? Komm her. Was denn? Guck dir mal diesen Raum hier an. Und hier ist ein Witcher-Board. Das habe ich gerade aufgenommen. Toll, great. Mach damit bitte nichts, okay? Was kann ich damit machen? Mach bitte keinen Quatsch damit. Doch. Hallo? Magna. Kannst du mich hören? Ja, jetzt höre ich dich doppelt. Da ist das Hochzeitskleid drin. Ja, ja. Aha. Hier ist die Braut. Ist da nicht das Bett auch? Leucht mal hier hin. Ja, hier ist ein Bett. Okay. Aber da liegt keiner drauf. Aber ist das der Raum? Ja, das denke ich. Hier hängen Knochen von der Decke. Oh, nice. Great. Was zum Teufel? Was ist das hier? Guck mal hier. Victom. Was ist das? Victom? Victoria steht da. Oh, oh shit! Oh! Oh shit! Bist du noch da? Alter, nein, mein Herz. Hast du das nicht gesehen, oder was? Doch, ich hab das gesehen. Victoria, Alter, ist erwacht. Oh, scheiße. Sie hat ihren Namen gehört. Oh, fuck. Aber du stehst hier noch. Bist ja, natürlich stehe ich da noch. Ja, bin ich. Ich dachte, du wärst tot. Nein, ich habe Angst bekommen. Ach so, du bist abgehauen. Ach, du Scheiße. Ja, ich habe gerade einen halben Herzinfarkt bekommen. Warte mal. 4-3, was ist das denn? Sie ist in der Nähe. Wir müssen sie rufen. Victoria. Victoria. Meinst du, sie kann uns auch so über das Mikro hören? Oder nur, wenn wir V drücken? Nee, nur, wenn wir V drücken. Alles andere. Das ist ja schade. Richtiger Scam. Warte mal, was ist denn hier? Ach so, das ist das, wo wir schon waren. Das heißt, wenn wir jetzt auf Beweise gehen, was haben wir denn gerade gesehen? Staffelei, Leinwandgemälde. Ja, ja, das habe ich schon ausgewählt. Gefriertemperaturen nicht, ESG. Was sind denn ESG-Geisteraktionen? Ja, ich weiß nicht, ob das das ist, aber das, nee. Also, du kannst ja auch durchstreichen. Ja, ja, mit Doppelklick. Elektroplasma-Flecken, Geisterbox-Antwort. EMF Stufe 5. Hast du ein EMF da? Nee, ich weiß, das ist das Problem. Ich weiß nicht, welches Gerät ist. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Vielleicht sollen wir das Witcher-Board mal nehmen und mit dir reden. Vielleicht gehen wir in den Raum und benutzen da. Komm mal mit. Ja, dann mach. Ja, okay, gut. Okay, ich frag mal, ob sie da ist. Er ist übel cool. Ich hab mir gerade voll in die Hose geschissen. Schauerland, übelst cool hier. Oh, Mann. Ja, das Licht geht nicht mehr an. Warte. Ja, ist doof. Victoria, kannst du mich hören? Victoria, bist du da? Vielleicht müssen wir es hier vor dem... Warte mal. Ist hier jetzt... Hier ist jetzt ein Raum oder so? Waren wir hier gerade schon drin? Hier ist jetzt offen? Nein. Da stand doch dieses Victoria... Oh. Aber wir brauchen die Oma hat so... Guck mal hier, die hat so Augen. Siehst du? Ja. Kann man da irgendwas machen? Was sind das schon wieder für Bilder? Wir brauchen eine Flashlight. Hier ist eine... Uah! Junge! Was war das? Da waren Augen hinten. Du hast das geöffnet. Aber ist wie? Ist das eine ESG? Keine Ahnung. Da waren gerade Augen in dem Bild oder in dem Spiegel. Komm mal mit. Mach weiter, so oberst. Dream. Was zum... Hier. Hast du gesehen? Hier. Das Bild. Siehst du das? Alter, ja. Da sind Augen. Oh oh.
Hast du sie gerade aufgemacht? Nein, habe ich nicht. Hallo? Was? Ja, ja, was steht das da oben? Radio. Da steht... Ja, was sind das? Calm down, beruhig dich. ESG, kann man das nicht ausmachen? Aber hier kann man ja mehr nicht machen, oder? Nee, aber das... Irgendwas machen wir richtig, oder du? Meinst du? Ich benutze jetzt mal hier das hier. Ich bin mir nicht so sicher. Kannst du mich hören, Victoria? Mal nicht. Ich habe auch nur dieses Teil hier, was auch immer ich mit dem Teil machen kann. Also, bei dem Bild geht es aber weiter, ne? Also das Bild macht immer noch so komische Sachen. Ah, okay. Ja, ich verstehe es einfach nicht. So wie immer, wir verstehen es immer nicht. Da hinten sind wieder Augen. Ist das Augen? Oh. Nein, Kerzen? Ne, das sind Kerzen. Ne, ist schon gut. Tja. Okay, gut. Wir müssen herausfinden, was das für ein Geist ist. Lass uns mal kurz zurückgehen in den Van. Ich will mal kurz was schauen. Oh, man kann sich im Schrank verstecken. Alles klar. Ob ich herausfinden kann, welches Gerät was ist. Wo geht's denn raus? Vielleicht gar nicht mehr. Vielleicht sind wir jetzt forever hier gefangen. Dunkel, Mann. Es ist so dunkel. Komm mal hier lang. Es ist so duster, dass wir keine Taschenlampe haben. Es muss die richtige Richtung sein. Es geht nach oben auch noch. Hier? Was hier? Ja, hier. Es geht auch noch nach oben. Hier ist die Küche, hier geht's raus. Hier geht's raus. Ja, genau. Ja, nach oben, stimmt. Die Treppe habe ich auch schon gesehen. Okay, lass uns mal kurz zurückgehen, weil ich will nur mal schauen. Oh, guck mal, hier bewegt sich alles. Hier oben. Ja, ja, das ist aber nur der Wind, das ist nichts Paranormales. Klar, das ist nur der Wind, alles klar. Nein, ich will mal kurz wirklich lesen. Leitfaden. Pass auf. Was haben wir? Eine EMF-Stufe 5 seit frühester Zeit, bla bla bla. Aber woher weiß ich, was jetzt was ist? Was ist die Geisterbox und was ist der EMF-Detektor? Haben wir so eine Art Inventar? Map? J. Ah, okay. Geister. EMF ist das Ding, was ich in der Hand habe. Okay? Gerade. Ja. Guck mal. Das ist das EMF-Gerät. Ja, weil da ist auch eine Kakerlake. Ne? Okay. Insekten gelten für EMF. Da war letztens auch eine Kakerlake, als wir in diesem Raum mit der Dingens waren. Vielleicht müssen wir die Kakerlaken finden. Was macht denn unser geistiger Zustand? Er sinkt weiter. Okay, das heißt aber, warte mal, das heißt aber, ich habe EMF, Ausschlag hatte ich bei 4. EMF-Stufe 5 hatte ich nicht. Hatte ich eine EMF-Stufe 5? Ich weiß es nicht, aber das würde es eingrenzen. Okay, warte mal. Dann haben wir Leitfaden. Gefriertemperaturen hatten wir keine, ne? Wir hatten nichts. Nee. Okay, dann streichen wir das mal durch. So. Fingerabdrücke hatten wir, das haben wir markiert. Genau, Fingerabdrücke und Staffelei-Leinwandgemälde. Okay. Ja. Manche Geister reagieren empfindlich auf das elektrostatische Generatorgerät. Aufgrund der Menge an Energie, die sie benötigen, um sich zu manifestieren, werden sie sich nur sehr kurz zeigen. Okay, das haben wir aber. ESG. Wir haben das ESG. ESG-Geisterreaktion war da. Okay. Aber dann wäre es gar kein Geist. okay, das verstehe ich jetzt irgendwie schon wieder nicht. Elektroplasma. Also, weil der Geist hat sich ja kurz gezeigt. Er hat sich ja gezeigt. Ja. Also es kann Onryo oder Tay sein. Warte mal, wir gehen mal auf Geisterarten. Okay. Ja, aber wenn ich Staffelei Leinwandgemälde noch an... Also wir haben ja EMF-Stufe 5, kann ich jetzt nicht sagen, keine Ahnung. Wir haben keine Ektoplasma-Flecken, wir haben keine Geisterbox-Antwort. Das heißt, wir haben ESG-Geisterreaktion, wir haben Staffelei Leinwandgemälde, wenn wir danach gehen. Vielleicht aber stimmt was, das auch nicht. Was ist das denn, Staffelei Leinwandgemälde? Oder muss man dann so eine Staffelei hinstellen, die... Hier ist eine Staffelei. Wo? Ja, hier. Das Ding Ach hier. Ach so, dann habe ich das falsch verstanden. Müssen da war wir doch das vielleicht ein mitnehmen Bild. Und die malt dann was da drauf oder was? Ja, das kann Aber sein. Aber wie nehmen wir das mit? Aber müssen wir dafür irgendwas droppen? Warte. Ah, ja, guck mal. Okay. Pass Ach, auf, aber ich weißt du, was ich mit. Dachte? Aber weißt du, was ich dachte, Schauerboy?
Ja. Ich dachte, vorne ist doch ein Gemälde drin, wo draufsteht, willst du mit mir spielen? Und ich dachte, das wäre das. Dachte ich auch, okay. Aber pass auf, wir nehmen mal das Staffelei-Ding und stellen das mal in den Raum mit der. Komm mal mit. Ja, mach. Mit dem Braut-Ding. Ja. Okay, jo, bin on the way. Und ich habe ja auch noch so ein Teil, ich weiß aber nicht, wofür das ist. Das hat auch überhaupt nichts gemacht. Es hat diese drei roten Punkte und so einen Blitz in der Mitte. Ja, das ist dieses, Dings da. Warte, ich lese noch mal kurz. Das ist das ESG. Das ist das ESG, was du in der Hand hast. Und damit hast du vorhin aber den Geist provoziert, indem er kurz erschienen ist. Okay. Angeblich. Hier ist ja auch noch ein Monitor. Mhm. Und die Olle liegt da auch immer noch auf dem Bett. Oh, hier ist noch eine Tür. Haben wir hier schon mal drin? Alter, ist das groß hier. Oh, hier geht's in den Keller. Nee, da will ich nicht rein. Besser nicht. Nee. Wieso nicht? Geh doch in den Keller. Ich gehe jetzt erstmal in den Raum mit dem Brautkleid und da stelle ich die Staffelei hin. Okay. Ich schau mal, ob das EMF nochmal ausschlägt hier. Das allerechte EMF. So, warte hier. Kann jetzt nicht wahr sein. So. Oh, warte. Was? Wo hab ich's hingestellt? Hier hin. Was sind das hier? Ich muss es irgendwo hinstellen. So, ich stell's jetzt dahin. So. Kann ich es noch drehen? Hallo, kannst du mich verstehen? Du schrägelst hier voll rum. Kannst du mich verstehen? Also hier malt keiner was. Komm, dann gehen wir mal hoch. Gucken wir mal, was oben ist. Möchtest du mit uns kommunizieren? Also dieses Ding macht überhaupt nichts hier. Möchtest du Schauerland an seinen Arsch fassen? Hier ist wieder der Fingerabdruck. Oh. Okay, great, dann gehen wir mal rein. Hier auch, dem Licht, aber ist gerade ausgegangen. Und hier ist die Tür zu. Okay. Tür ist zu, EMF ist 4. Hier geht überhaupt nichts. 3, 4, 4, ich brauch's 5. Gib mir ein EMF auf 5. Aber sie ist hier unterwegs, oder? Oh Gott, ich habe keinen Bock. Yeah. Aber hier sind ja auch die Fingerabdrücke. Lass mal hochgehen. Ja, aber warte mal, hier? Jetzt ist weg. Also sie ist definitiv hier unterwegs. Ja, dann gehen wir mal hoch. Aber ich weiß nicht mehr, wo es hochgeht. Hier. Wir können auch in den Keller gehen, ist auch kein Problem. Lass uns in den Keller gehen. Guck mal hier. Ja, wir gehen erstmal hoch. Alter, wie riesig ist die Hütte, Mann? Riesig. Da gibt es aber auf jeden Fall überall Schränke. Hallo. Ist das das Badezimmer? Oh ja. Wahrscheinlich, ne? Warum gibt es im Badezimmer kein Licht? Der Ort, an dem ich mich wohlfühle. Wieso gibt es im Badezimmer kein Licht? Und warum ist eigentlich alles so scheißen dunkel? Hier geht's nicht weiter. Okay. Ich weiß auch nicht, wieso wir keine Flashlight haben. Ich muss mal schauen, das gibt's ja gar nicht. Es ist auf jeden Fall viel zu dunkel. Und die ganze Zeit nur mit diesem Werkzeug. Ja! Ach ey, egal wo du hier das Licht anmachst, geht's kaputt, ey. Für was ist das Ding? Warte mal kurz. Fingerabdrücke, Gefrier, Geisterbox. Ist das einfach dumm. Oh, hier. Hier war was. Wo ist hier? Hier ist hier. Wo ist hier? Unten, oben? Oben. Wo bist du denn? Hier. Rechts. Ah. Hier war gerade was. Entschuldigung. Gesundheit. Hier ist ein Hund unter dem Ding gerade erschienen oder irgendwie sowas. Irgendwas war da gerade. Ein Hund? Ja. Boah, wir brauchen eine Taschenlampe. Das ist ja unausstehlich hier. Aber hier gibt es auch nicht mehr. Man nicht. Hier geht's auch nicht weiter. Das ist doch kacke. Ja, dann lass mal in den Keller gehen. Okay. Lass. Ja, gut. Komm, geh mal in den Keller. Im Keller ist es immer am besten. Und dann sollten wir nachher noch zur Staffelei zurückgucken, die du aufgestellt hast. Im Keller ist auch nicht heller. Ja, ist ja klar, wie sich das auch noch gereimt hat. Im Keller ist es auch nicht heller. Wenn es sich reimt, dann ist es wahr. Alter, ist das dunkel hier. Man sieht gar nichts. Ne? Gar nichts. Also das lila Licht hilft da auch nicht. Hier ist eine Steckdose, aber kein Lichtschalter. Was ist das denn für eine Verarsche? Alter, hier verläuft es sicher. Warte mal, hier ist Licht, hier. Wo ist hier? Hier ist. Eine Tür, okay. Tür auf. Was zum Teufel? Oh je, da ist eine einzelne Glühbirne. Was zum Teufel? Warum ist hier ein Sessel? Das sieht nicht so spaßig aus, um ehrlich zu sein. Irgendjemand chillt hier rum. Gerne, im Keller.
Möchtest du mit uns kommunizieren? Boah, ja, mit dem Scheiß Möchtest auf. Möchtest du mit uns kommunizieren? Hier sind Zeichnungen, guck mal. Ey, wo bist du hin? Hier, ich bin die ganze Zeit hier, ich bin nicht weggelaufen. Mhm. Oh, was ist das? Komisch. Was ist das? Eine riesige Statue oder so. Siehst leise, 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 leise. Hier ist nichts. Hat gerade was geatmet. Nein, hier hat nichts geatmet. Doch, hinter uns atmet was. Laber nicht. Warte mal, am Boden. Leucht mal auf dem Boden. Was ist denn hier? Was ist denn das? Da ist, wir stehen in irgendeinem komischen Kreis hier. Siehst du das? Ja, ja. Vielleicht kann man hier ein Ritual machen. Irgendjemand hat hier Scheiße gemacht, sag ich dir. Aber okay, lass uns mal rausgehen. Da war ja auch so eine Statue oder so. Es ist einfach zu dunkel. Ey, das muss doch Taschenlampen geben oder so. Ja, wahrscheinlich zum Kaufen. Ah, da sehe ich gar nichts mehr. Dass die einem nicht, weißt du, da bist du Geisterjäger und gehst in so dunkle Häuser, natürlich bei Nacht, und nimmst dir keine scheiß Taschenlampe mit. Komm, wir gucken jetzt nochmal beim Gemälde. Ja, bei mir ist gerade alles dunkel, ich sehe dich nicht mehr. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich gehe oben Richtung, ich suche das Gemälde. Ja, ich komme hier nicht raus, Du hast mich im Keller zurückgelassen, komm zurück. Ja, da gehörst du auch hin, ich mache jetzt auch noch die Tür zu. Warte, ich komme zu dir. Ich sehe nichts. Hilfe! Hilfe! Ich habe Angst, irgendwas atmet hier. Hier, wo bist du denn? Hier bin ich, ja, ich komme. Danke, da. Ja, so, danke, jetzt komm. Okay. Oh, mein Retter, ich habe schon Angst bekommen, weißt du? Ich habe mich schon eingekackt. Hier lang, hier. Dann ja, bleib aber auch auf dicht bei mir. Ja, warte, ich halte dich am Arsch fest. Halt dich am Arsch fest. Meine linke Hand ist auf deiner rechten Arschbacke, weißt du? Dann bist nur du das, ne? So, jetzt gehen wir nochmal zum Kritzelbild zurück. Ja, geh mal zum Gemälde. Aber wahrscheinlich können wir das dann aus. Oh, ich hab was gehört. Ja. Warst du das? Da war hier ist wieder ein Handabdruck. Nein. Ja, ja. Ach, hier sind wir wieder. Sie will einfach, dass wir hier reingehen, glaube ich. Aber was ist hier? Wir haben keine EMF-Stufe. Aber hier ist nichts. Warum ist hier nichts? Hier ist jetzt auch am Lichtschalter so ein Handabdruck. Aber hier ist einfach nichts. Hier ist nichts. Was sind Ektoplasmaflecken? Ich muss mir das nochmal durchlesen, warte. Ah, ist schon lange her, dass ich Ghostbusters gesehen habe, aber ich glaube so. Ich weiß es nicht. Irgendwas, was du messen kannst? Ektoplasma? Ah, okay. Naja, Ektoplasma kann ich mit diesem Glas machen. Also, das ist nicht das, was wir da haben. Also, das, was wir da sehen, ist ein Fingerabdruck. So, also, ich habe dieses Glas, um Ektoplasmaflecken an den Wänden zu finden. Ja. Also auf dem Bild hat niemand gekritzelt. Aber vielleicht müssen wir es dahin stellen, wo. Pass auf, ich nehme das Bild jetzt nochmal auf. Ich versuche es zumindest. Und dann stellen wir das nochmal in dem Raum auf, wo da der Ausschlag war. Von dem EMF. War der nicht hier? Ich überlege gerade was anderes. Wir haben keinen EMF, wir haben Fingerabdruck. Oh. Oh, oh. Was ist das? Was ist das? Oh, verdammt. Wo? Vor dir? Hinter dir? Keine Ahnung. Oh, 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 oh. Oh, oh, okay, das ist, weißt du was, wir gehen jetzt hier raus. Ich habe dir das Bild weggenommen, ja. Oh. Welches Bild hast du weggenommen? Was ist jetzt passiert? Was denn? Die once. Ich glaube, ich bin tot. Oh, nö. Ja, oh, ich sehe dich aber noch. Yeah. Ich sehe dich noch als Geist. Warum hat die mich jetzt erwischt? Okay, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Guck mal, stopp. Ich lieg hier. Ich lieg direkt vor der Treppe. Aber ich habe nicht. Wo ging's denn raus? Links oder rechts? Weiter, 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 weiter. Stopp, links. Links umdrehen. Stopp. Zu viel. Links. Jetzt guck mal auf den. Nein, hinter dir. Ja, stopp. Runter gucken. Ich nehme einfach da. Oh ja, mein hast Gott, du meine Taschenlampe? Da liege ich, siehst du? Ja. Nimm die Staffelei mit. Komm, dann rate doch jetzt einfach. Das hat uns ja, ich weiß nicht, was das für ein Ding war. Mein Geist fliegt dir einfach hinterher. Ich gehe raus. Sehr weiß gut. Nicht, was das ich gehe zurück in den Truck. Ich verstehe das ja, Spiel das nicht. Das ist ja fürchterlich. Das ist ja fürchterlich. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt erwischt wurde. Ich habe nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Ja, weil der irgendwann sauer wird. Der hat irgendwann keinen Bock mehr. Deswegen. Der will nicht mit so Vollpfosten arbeiten. Komm, will jetzt einfach mal irgendwas aus. Ja, pass auf, wir machen das jetzt mal so. Ich will nicht irgendwas aus. Pass auf. Also, wir haben kein EMF, streiche ich durch. Wir haben Fingerabdrücke, safe. Wir haben keine Staffelei-Leinwand. Keine Gefriertemperaturen. Wir haben eine ESG-Geisterreaktion, keine Ektoplasmaflecken.
Und wir haben keine Geisterbox-Antwort. Ich sage, es ist ein Poltergeist. Ich sage, es ist ein Poltergeist. Fingerabdruck. Also keine Gefriertemperaturen, keine Staffelei, keine EMF-Stufe 2. Aber eine ESG-Geisterreaktion, oder? Mhm. Elektroplasma-Flecken haben wir nicht. Geisterbox-Antwort, wir haben ja keine. Antwort gab es auch nicht. Poltergeist, soll ich den auch sagen? Ja, warte mal, das macht irgendwie gar keinen Sinn. Gar nichts macht Sinn. Aber ich kann Poltergeist auch nicht auswählen. Warte mal, was ist denn Gorio? Geisterart Gorio. Nebenziele, optionale Ziele. Achso, bei mir geht nichts mehr, glaube ich. Geister. Poltergeist, was steht da? Poltergeister sind Geister, die Spaß daran haben, mit ihrer Umgebung zu interagieren. Das haben sie auch gemacht. Ja, sie können Gegenstände durch die Luft schleudern, um sich geistig zu destabilisieren. Sie können viele Dinge auf einmal werfen und können deinen Geisteszustand schnell reduzieren. Sie werden sich beruhigen, wenn es nichts mehr zu werfen gibt. Aha. Ich sage, es ist Poltergeist. Ja, dann machen wir Poltergeist. Ja, Poltergeist. Und jetzt? Konntest du drücken oder müssen wir es irgendwo eingeben? Nee, du musst auch Poltergeist drücken. Ja, nee, kann ich nicht. Passiert nichts. Kann ich nicht drücken. Passiert nichts. Du gehst zurück zum Unterschlupf, bist du sicher? Ich bin ja tot. Warte, warte. Nee, ja, warte mal. Kann man hier in diese Metaphysical Intelligence Vorbericht? Okay, warte, du hast mal Poltergeist ausgewählt und bei dir ist es grün, oder? Ach, wir guck mal, schieße ein solides Foto von dem Geist, sorge dafür, dass der Geist die Kerze auspustet, sammelt die Salzsäcke ein. Welche Salzsäcke? Das sind tägliche Aufgaben, einfach nur. Ach so. Okay, aber du hast Poltergeist ausgewählt und der ist grün, oder? Ich habe nur schwarz-weiß hier, ich kann nichts auswählen, ich bin Geist. Ach so. Aber du bist jetzt weg? Ja gut, ich fahre jetzt. Wo bist du? Ah ja, okay. So, und? Ja, wie man so ein Spiel mal richtig nicht verstehen kann, ne? Wir haben es richtig identifiziert, wir haben ihn doch richtig. Ja? Alles easy. Ja, haben wir, ist doch nice. Wo steht das denn? Sehr nice. Wo stand das denn? Ja, gerade eben bei mir unten rechts und wir haben $600. Strafe. Guck mal, können wir uns eine Flashlight kaufen? Geistertyp falsch erkannt, steht hier aber. Ey, eine Taschenlampe kostet $600. Echt? Ey, Junge, was ist das denn? Ja. Aber wir haben versagt. Wir haben ja nicht einen Dollar gekriegt. Nein, wir haben versagt. Junge, ich hab doch gerade. Schauerland, ich hab doch gerade eingekauft. Ach, du hast was gekauft. Da steht doch, finde die richtige Geisterart, Junge. Was hast du denn eingekauft? Eine Taschenlampe für uns, damit wir beim nächsten Mal wieder vorbereitet sind. So, okay. Ja, ist doch nice. Sehr gut, haben wir gefunden. Okay, cool. Da haben wir jetzt eine Taschenlampe. Okay, Werkzeugliste, Taschenlampe. Warte mal, können wir das Werkzeug hier irgendwie besorgen? Können wir das irgendwie hier holen? Da sind zwei Taschenlampen. Können wir die irgendwie mitnehmen oder so? Nee, ich glaube, es ist einfach nur, damit man sieht, wie das aussieht. Die Staffelei ist ja auch hier. Ich glaube, man kann das dann, man hat das dann immer, wenn man an seinem Zielort ist, hat man das dann. Ja. Kann das sein? Ja. Ja, man muss das hier auf der linken Seite zur Ausrüstung hinzufügen und dann geht das. Aber wir müssen jetzt doch mal ins Abandoned House, ne? Sonst, also besser geht's nicht. Ja, aber es ist immer ein anderer Geist. Ja, wir müssen halt verschiedene Level freischalten. Also wir sind jetzt Level 1 und wir haben 20 XP von 100. What the heck, Mann. Ja gut, dann gehen wir halt nochmal in das Abandoned House. Oh, hier kann man eine coole Sonnenbrille kaufen. Nice. Immobilien. Ach, die muss man kaufen. Leuchtturm, Penthouse, Pub. Unterschlupf anpassen. Mach mal ready. Wir können auch ein Radio holen und so. Was? Ach so. Müssen wir uns erst geht's mal jetzt leisten, schon weiter oder was? Ja, drück Poltergeist auf ready. Nee, zurück kann ich hier nur sagen. Wo muss ich denn jetzt? Ja, du musst einmal auf zurück und dann auf ready. Ah ja, okay. Ja, letztes Mal habe ich zurück gesagt, da bin ich... Wurde ich rausgeschmissen aus dem Spiel. Jetzt bin ich vorsichtig. Also, warte, wir gehen auf Beginn. Was hast du denn jetzt gekauft? Eine Taschenlampe. Ach, eine Taschenlampe. Ja, das ist ja schon mal was. Da bin ich mal gespannt, welcher Geist... Also sind jetzt schon immer unterschiedliche Geister. Habe ich das richtig verstanden? Guck mal. Ja? Da hinten sind unsere Taschenlampen. Wir hatten schon zwei. Wir sind so blinde Ottos. Nice. Da hinten hängen die. Oh, great, bro, great. Nee, die hast du ja jetzt gekauft. Die waren gerade definitiv noch nicht da. Nein, ich habe nur eine gekauft. Da waren schon welche. Oder wir haben vielleicht reicht es, eine zu kaufen. Wir haben die beide dann. Okay, whatever. Dann nehme ich jetzt mal dieses Teil. Was ist das hier?
Ja, nimm ruhig alles mit. Ach, ist die Geisterbox. Kann ich da reinsprechen? Ja, du musst dann linke Maustaste gedrückt halten und dann kannst du da reinsprechen. Aber nee, ich muss dann auch V drücken. Ja, ja, das auch, ja. V drücken und linke Maustaste. Okay. 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 Warte, ich nehme noch die. ich nehme noch dieses Schwarzlicht mit. Jo. Das kann man auch kombinieren. Ah, dann geht auch F. Ah, ist das herrlich. Herrlich. Schon, ne? Oh, haben wir endlich mal eine Taschenlampe. Mein Gott. Mein Gott, dann sieht man ja auch mal was. Die letzten. Warte mal, hier geht's ja auch hoch. Guck mal. Cool. Hä? Nee. Oder? Wie bist du da reingegangen? Gar nicht. Ach so, okay. Geht nicht. Ach, ich dachte, man kann da auch rein. Hallo? Achtung, Achtung, ist dein Geist anwesend? Ey, das Haus ist aber schon echt creepy, Mann. Warte mal, lass uns mal das Licht anmachen, oder? Ja, hab ich doch. Okay. Schläft die denn jetzt schon wieder hier? Was ist denn, wenn wir jetzt nochmal in diesen Raum mit dem Hochzeitskleid gehen? Jo, was ist das denn? Cool. Hallo? Hä? War hallo, das hallo? Vorhin schon? Das hallo Geist, bist du da? Aus. Oh, der piepst was bei dir. EMF? Ja, ja, EMF. 5, 5, 5. Okay, 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 okay. Wir haben EMF von 5. Okay. Das kann man schon mal machen. EMF-Stufe ist 5 schon mal. EMF-Stufe 5. Holy. Okay. Okay, lass uns mal weiterschauen. Du hast die Schwarzsichtlampe, ne? Ja. Warte mal, wieso haben sich die Bilder bewegt? Oh, es ist immer dasselbe, hier geht immer. Oh. Ich geh mal zum Hochzeitskleid. Aha. Oh, warte mal, man kann doch Kerzen anzünden oder so. Musste What man the fuck war das schon wieder? Ich habe keine Ahnung. Also hier bewegt sich ein Scheiß. Irgendwie. Ah, wir haben auf jeden Fall Licht. Hallo, ja, hallo. Super. Hallo, hallo, Geist, hörst du mich? Sag deinen Namen. Wie hat sich denn dieses Teil, Victoria, muss man Victoria sagen? Ja, da, na, du hast das mit diesem. Was? Ja, ja, ja. Ich glaube, man muss hier Victoria sagen und dann geht's hier rein. Kann das sein? Ja, aber warum? Ich meine, welchen Sinn Anger. Hat das? Anger. Vielleicht muss man immer das sagen. Anger. Anger. Siehst du, siehst du, siehst du? Okay, aber das war ja vorhin auch und ich glaube, dass das irgendwie. Und du musst immer das sagen, was da steht. Pass auf. Dream. Hast du gesehen? Du ach, dann geh mal sagen, hin und sag mal hier oben das da. Dann was sag hier da? Calm down. Sag calm down. Calm down. Calm down. Simon. Calm down, Simon. Du hast da gar nicht reingesprochen mit V, doch, oder? Calm down. Nee, hab ich gar nicht reingesprochen. Simon, calm down. Sag mal calm down, Simon. Das sag ich doch. Calm down, calm down, Simon. Beruhig dich, Simon. Halt dein Maul, Simon. Ja, okay. Okay, geht scheinbar nicht. Keine Ahnung. Okay, ich weiß nicht, ob das durch Sprache aktiviert wird. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Okay, was haben wir denn noch? Also, wir haben jetzt keine Erscheinung. Da. Okay, das war, was war, das war ja jetzt keine Reaktion, oder? An sich? Die hat also uns ausgelacht. Ja. Hallo? Super! Bist du da? Haben wir da irgendwie einen Fingerabdruck hallo? Jetzt, oder was? Dieses Hochzeitskleid ist auch irgendwie sehr, sehr wild. Nee, Fingerabdrücke sind hier nicht. Also, habe ich bisher noch nicht gefunden. Ich kann gerne nochmal suchen hier.
Hier liegt übrigens, das Witcher-Brett liegt hier auch gar nicht mehr. Weil wir das mitgenommen haben? Möglich, ja. Möglich. Lass uns mal hochgehen, bitte. Aber ich will nicht alleine hochgehen. Ja, ich komme. Wo bist du denn? Bist du schon bei der Treppe? Ey, dieser Geist. Ja, ich hole aber ganz kurz, bevor wir das machen, hole ich ganz kurz das andere Gerät. Weil EMF brauchen wir nicht mehr. Das haben wir jetzt schon festgestellt. Bin sofort wieder zurück. Hier wackelt was. Ach, ich bin in der Werkstatt. Ja, guck dich da mal um. Hier geht das scheiß Licht auch nicht. Ich gucke in der Zwischenzeit mal, wie dein Geisteszustand ist. Schlecht wahrscheinlich. 94? Ne, meiner ist schlechter. Ist schlechter. Hier fangen schon wieder an, die Dinger zu platzen, du. Die Glühbirnen. Dann schauen wir mal, was man mit diesem Gerät hier so machen kann. Hallo? Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Wo bist denn du? Bei der Treppe? Auf jeden Fall hier. Auf jeden Fall platzen die Dinger wieder. Okay, dann gehen wir mal hoch. Ich mach mal Schwarzlicht noch. Ja. Aber ich sehe nichts. Ja, wollte gerade sagen, das Schwarzlicht wäre ganz gut wegen den Fingerabdrücken. Was liegt denn da auf dem Klo? Was ist das denn? Das glänzt auf jeden Fall. Aber man so kann es sind bestimmt Tarotkarten. Wir müssen aber was ablegen. Warte, ich leg das mal ab. Hast du genommen? Ja. Wir können nur drei Sachen tragen. Void. Vielleicht Flame kann man mit den Tarotkarten irgendwie den Geist auch befragen oder so. Flame of Fate? Kannst du die irgendwo hinstellen? Dann. Nö, ich zieh die nur die ganze Zeit und dann verbrennen die. Ah, hier! Hier das Viech, was? Das war ekelhaft. Was? Oh nein. Scheiße, wo ist... Warte mal, leuchte mal hier hin am Boden. Ich habe meine Flashlight weggeworfen, Otto. Was ist jetzt weg? Du, der kommt zu uns. Oh, jetzt hat er mich gleich. Was? Ich fühle mich komisch. Ja, dann geh raus. Wer hat dich gleich? Ja, dieses Viech, was da war. Ja, wie sah der aus? Describe weiß, it, my friend. Weiß und dick. Und dann ist er, hat er sich nach hinten gebogen und mich angegrenzt. So. Auf der Staffel, okay. Auf der Staffelei war nichts, ne? Die habe ich nicht mit. Dann müssen wir eben holen. Ach, die hast du nicht mit, okay. Ich hole die eben. Plasmaflecken habe ich nicht gefunden. Also ich lasse diese Scheiß. Aber wir haben auf jeden Fall auch kein Voice-Dingens. Also das können wir eigentlich auch hier direkt. Ja, ich habe es schon mal durchgestrichen. Keine Geisterbox-Antwort. Haben wir nicht. Gefriertemperaturen haben wir eigentlich auch nicht. So, Fingerabdruck haben wir auch nicht. Es kann nur Juraj sein. Juraj. Ja, Fingerabdruck hast du doch noch gar nicht vernünftig geguckt. Ich sag Juraj. Doch, habe ich. Ich sag bestätigen. Wieso du musst auch noch was auswählen. Optionale Ziele werden freigeschaltet, nachdem jeder einen Geist ausgewählt hat. Mach du auch Juraj. Juraj, wir haben keinen Fingerabdruck. Wir haben die Staffelei noch gar nicht ausprobiert. Der ist ja egal. Nee, weil wenn es die Staffelei wäre, wäre es zum Beispiel schon wieder keiner. Ja, ich habe aber die anderen Sachen durchgestrichen, aber ich stachelei weg. Ich kann die gerne nochmal nehmen, aber ich glaube nicht, dass es was bringt. So, komm, ja, dann schauen wir mal. Schauen wir mal, ob es Juraj ist. Gucken wir mal. Gucken wir mal, ob du recht hast. Ja, und dann geh zum Wagen und fahr. Dann mach. Warte, soll ich nicht die Staffelei noch hinstellen? Ja, jetzt haben wir doch schon gewählt. Jetzt bringt es doch nichts. Du kannst hast nicht mehr du jetzt schon gewählt? Machen. Kannst du nicht mehr rückgängig machen. Ja, haben wir schon gemacht. Okay. Jetzt brauchst du es auch nicht mehr reinmachen. Jetzt können wir fahren. In unserem schönen Zelt hier auf eine Hause. Wie fahren wir denn nach Hause? Warte, ich kann nicht rennen. Ich habe nur. Ach so. Du musst zum Auto gehen. Zum Auto gehen. Okay. So. Okay. Aber wir haben kein Foto gemacht. Und? Yes. Und? Correctly identified Gal Ghost. Sehr nice. Ja, wer ist er hier, ne? Sehr nice. Der geilste, ne? Sehr $600. Sehr nice. 600. Wir sind immer noch Level 1. Junge, wie lange muss man das spielen, um Level 3 zu werden? Ey, keine Ahnung. Ach du meine Güte. Heftig. Was können wir jetzt kaufen? Ich kann mir jetzt eine coole Brille kaufen. $100. Oder so eine Maske. Ach nee, kostet 2000. Zu teuer. Was kostet denn 600? Ja, auf jeden Fall Taschenlampe nicht. Die haben wir genug. Charakter anpassen. Männlich, weiblich.
Aha. Ich verstehe es nicht. Kopf, Oberkörper. Ich kann mir ein Bikini kaufen. Nice. Ja, nice. Super. Wie kaufe ich den denn? Entsperren? Für was aber? Für was das denn? Ja, nice. Oh, er kauft sich einfach ein Bikini. Wie ziehe ich den jetzt an? Hast du, wie viel hast du denn eigentlich? Hast du jetzt auch 600 Dollar oder? Ich hatte 600, ich habe jetzt 150 ausgegeben. Aber wie ziehe ich den jetzt an? Swimsuit, Charakter anpassen. Ah, aussehen. Warte, Garderobe, Kopf, Unterkörper, Schuhe, Unterkörper, Oberkörper, T-Shirt? None. Oh, sexy. Ich kann auch ohne. Ich verstehe das nicht. T-Shirt, Farbe, Kopf, Aussehen, Hautfarbe, Haare, Bart. Junge. Ja, warte. Ein Junge, weißer Bart, ja. Haare, mehr Haare. Ich brauche mehr Haare, warte. Ja, das kommt mir jetzt schon nahe. Ich passe gerade meinen Charakter an. Nein, warte, ich will, wieso kann ich denn hier, ist das doof, ey, mehr Bart, ja, das ist gut, mehr Bart, mehr Haar, ja, alles klar, Garderobe, aber ich weiß nicht, warum ich meine jetzt einfach nackt und in Unterhose, oder? Yeah, nice, sieh mich an. Ja, super. Oh, toll. Ja, du siehst. Hey, so gehen wir auf die Jagd. Komm, mach bereit. Mal ready. Wir gehen nochmal rein. Aber eigentlich will ich mein Bikini anziehen. Ich weiß nicht, wie ich den Bikini anziehen kann. Schauerland. Das finde ich irgendwie unfair. Spiel doch Paul World oder so. Das wäre doch was, oder? Da kannst du das machen. Komm, ich sag jetzt bereit, okay? Warte. Ja, sehr bereit. Gut. Bereit. So, bitte schön. Ey, jetzt muss ich hier mit dem nackten Schauerland rumlaufen. Ich glaube es nicht. Ja. Sexyland, bitte. Nenn mich einfach Sexyland. Wir machen jetzt nochmal das Abandoned House, weil dann haben wir nämlich schon mal eine Daily Quest, wo wir 250 Dollar extra bekommen. Und dann gucken wir mal, ja. So, dann schauen wir mal, ob wir das nicht. Nächste Mal mit Julfa hier mal reingehen, oder? Ja, keine Ahnung. Würde ich mal sagen. So, ich habe das EMF diesmal. Okay. Auf geht's. Geisterjagd. Dann nehme ich das Ding hier. Hast du alle Slots voll, oder? Ja, ja. Er geht mit Unterhose auf die Geisterjagd. Ich kann nicht mehr. Was ist das für ein Käse? Der nackte Schauerland. Oh mein Gott. Ich will die Geisterfrau anlocken. Hallo. Wir müssen uns ankündigen. Die sexy Geisterjäger sind da. Ich leuchte hier mal mit meiner Schwarzsichtlampe und guck mal, ob wir irgendwelche Hallo. Flecken sind oder so. Ah, Mann. Oh. Ach, schau, Alan, du nimmst das Spiel gar nicht ernst. Detox? Ich hab was gehört. Detox! Ich bin versteckt, Mann. Da ist eine versteckt. Ganz komische Musik. Ich bin im Schrank. Ich höre die Musik. Hä? Wow, what? Sie hat aufgehört. Das war irgendwas. Was? Hier war eine Oma. Eine Oma? Okay, warte mal. Bist du tot? Nein, ich lebe noch. Okay, gut, dann muss ich beruhigen, alles die klar. Die ist direkt vor mir erschienen und hat mich angehaucht. Hier, ich habe ihre Urne gefunden. Die Oma, oder was? Die Urne von der Oma. Die Urne von der Omi. Also die hat mal auf jeden Fall Hallo gesagt. Also ich habe hier keinen... Oh, hier. Ausschlag, Stufe 2. Okay. Hier im... Ja, also oh, die Stühle bewegen sich wieder. Die Stühle haben sich bewegt. Lass mal eben gucken, ob wir hier reinkommen. Victoria. Okay, Handabdruck, wir haben Handabdruck, wir haben Handabdruck. Siehst du, das klappt, Ja, wir haben den Fingerabdruck. Okay, wir haben den Fingerabdruck schon mal. Das ist schon wieder dieser... Oh, hier ist er wieder. Ja, wieder so eine Also warte mal. Wir haben den Fingerabdruck. Ja. Wir haben nicht EMF Stufe 5. Ja, das weiß... Ja.
Ja, wir haben ja nur zwei gehabt. War nicht fünf. Ja, wir aber haben du ESG, hast, ja, haben aber wir ESG Geisterreaktion? Mm. Oh, Stufe 3 ist jetzt gerade. Ja, eben, ich sage ja, das ändert sich. Danach kannst du nicht Stufe gehen. Zwei, ich bringe jetzt, drei, ich bring jetzt das Schwarzlicht. Stufe 4. Wir sind okay, bei 4 ja, auf das, jeden Fall. Ich bringe das Schwarzlicht zurück und hole das andere Ding. Hol mal die Staffelei. Ja. Ja, die oder dieses Geisterplasma-Ding da. Und hier sind wieder Kakerlaken. Ah. Ah. Nee, man muss nichts sagen. Die Dinger gehen automatisch auf hier. Okay, ich hol mal die Staffelei. Hol mal die Staffelei. Ich hole mal die Staffelei. Dream? Ey, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt geht doch erst die Tür auf, wenn ich was gesagt habe. Die Frage ist, wo ich das hinstellen soll. Die Staffelei. Ich stell die mal in das Zimmer. Hallo Geist, hörst du mich? Boah, da läuft der nackte Schauerland. So, wo stelle ich denn die hin? Du, wir haben hier auf jeden Fall, das muss wieder ein Poltergeist sein. Hier, die Bücher haben sich gerade bewegt. Was war das? Hier, die Bücher haben sich bewegt. Oh, warte mal, der Spiegel, oder? Spiegel? Der Spiegel ist kaputt gegangen, oder? Da war, ja, da war ein Sprung im Spiegel. Ja. Oh, oh. Weiß ich jetzt auch nicht. Was ist das? Mir geht's schon wieder nicht gut. Dir geht's öfter nicht gut, habe ich so das Gefühl. Schauerland? Ja. Wo bist du? Ich latsche so durch. Ah! Oh Gott, nein! Wo bist du denn? Der Schauerland. Hallo? Ich bin gerade so. Hallo Geist, hörst du mich? Hä, hast du weiße Haare? Weiß ich nicht. Ich bin der weiße Wolf. Später nackt, ich fass es nicht. Das ist so ein Krampf. So, schauen wir mal. Und, haben wir was da? Nee, da haben wir nichts. Also der malt da nicht drauf. Okay, Ghoul, Poltergeist. Gefriertemperaturen haben wir auch keine. ESG-Geisterreaktion. Ich gehe jetzt mal raus und hole Ektoplasma. Also keine Staffelei? ESG-Geister. Nee, ESG-Geister haben wir auch noch nicht aktuell. Aber, Geisterbox-Antwort ja. Haben wir auch nicht. Ah, doch, warte. Oh, hier ist kalt. Hier ist jetzt echt kalt, jetzt? Guck mal. Siehst du das? Gefrier. Oh, ja. Okay. Ja, wir haben Gefriertemperaturen. Okay. Gefriertemperaturen. Agash muss es sein. Agash? Meinst du? Ich logge Agash ein, ja? Okay, dann logge ich auch Agash ein. Aber dann lass uns vielleicht rausgehen. Dann lass uns vielleicht mal raus. Oh, ja, shit. Schnell, komm. Schnell. Oh, shit. Da, holy shit. Nein, das ist Ektoplasma. Das ist Ekto... Oder? Nee, was ist das? Oh. Das ist was? Gefrierpunkt ist das. Ah! Okay. Das soll ein Gefrierpunkt sein. Ich habe keine Ahnung. Lass mal hier raus. Kein Bock mehr. Ja, irgendwas ganz Seltsames geht ab. Auswahl von Detox, Agash. Schauen wir mal, ob das richtig ist. Ey, dann wären wir ja die aller echten Geisterjäger, wenn wir das jetzt auch noch schon. Richtig hätten. Ab zum Auto. Das liegt hier eigentlich noch im Kofferraum. Kann man das auch noch mitnehmen? Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. So, schauen wir mal. Blöd. Und? Nö, wir haben es falsch. Was? Wir haben es falsch, ja. Strafe, wir haben eine Strafe. 30% Geistertyp falsch erkannt. Okay. Oh. Ich bin den richtigen Geister. Aber was war es dann für eine Geister? Keine Ahnung, das passt doch alles. Hm. Aber wir haben 250 wegen der Daily bekommen. Das haben wir bekommen. Nein, aber ich hab. Nee. Richtige Geisterart, das ist der Ghoul gewesen. Der Ghoul. Das war der Ghoul, ja. Wo kannst du das sehen? Schnell. Ach, da unten, Ghoul. Unten, das steht unten, ja. Das war auf jeden Fall sehr gruselig. Ghoul. Sollen wir noch eine Runde machen? Ja, aber ich glaube, willst du erst noch was kaufen? Ich glaube, ja, wir haben nämlich bald nichts mehr. Guck mal, das geht nämlich, oder? Geht das weg? Was ist denn hier Kruzifix? Da steht überall 0. Ach nee, 2000. Ja, dass wir da nichts haben. Ach, dass wir das nicht haben. EMF. Thermometer. Taschenlampe, das haben wir gekauft. Irgendwas, was wir noch? Geisterbox, UV-Licht, Kruzifix. Ja, nee, wir bräuchten ein Fotoapparat. Beruhigungspillen, Kerze kostet 600. Was kann die? Kerze spendet Licht und hilft, deine geistige Gesundheit aufrechtzuerhalten.
Stativkamera, Fotoapparat, ja, aber ja, lass mal also wir nicht, müssten eigentlich auf den Fotoapparat sparen, weil dafür gibt es extra Kohle, wenn wir ein Foto vom Geist machen. Eben, ja. Dann gehen wir nochmal ins Haus rein und dann probieren wir es nochmal. Mach ready, dann probieren wir es nochmal. Ja, ich mach ready. Noch mal rein. Alles klar. Okay. Also wir sind ja jetzt geübt, aber wir dürfen nicht so schnell den Geist auswählen. Wir müssen da ein bisschen langsamer machen. Das ist sonst, glaube ich, Quatsch. Also eins nach dem anderen immer schön langsam. Hm. Dann fangen wir diesmal mit der Staffel. Ich nehme die Staffelei dann diesmal. Warte, ich nehme Taschenlampe. Okay. Staffelei. Ich glaube, das EMF ist eigentlich ganz gut. Dann nehme ich noch das Schwarzlicht. Okay. Let's go. Aber es ist halt schade, dass man nicht schneller vorankommt, um eine neue Map freizuschalten irgendwie. Also, dass du da Level 3 sein musst, das geht ja total langsam. Also, wir kriegen irgendwie 10 oder 15 XP pro Runde. Also. Darfst halt nicht immer den Geist so schnell auswählen, ne? Also dann musst du das Spiel auch mal ernst nehmen und darfst dir nicht so rumalbern die ganze Zeit. Ja, dann hör mal auf damit. Das wär nicht schlecht, wenn du das mal ein bisschen ernster hier im Spiel, ne? Schon, oder? Oh, was war das? Das sagt der hier nackt rumläuft. Sieht dein Körper wirklich so aus? Ich frage nur für alle Zuschauer, die das gerne wissen wollen. Genauso sehe ich aus. Also Schauerland sieht genauso aus, okay. Also, ich sehe schon mal keine, so spontan sehe ich jetzt keine Fingerabdrücke hier. Aber ich höre wieder Musik. Au! Hast du die Oma gesehen? Nee, das war keine Oma. Gehen wir mal als erstes in den Keller runter. Ich will jetzt mal im Keller gucken, was da abgeht. Guck mal, da im Keller ist so ein Knochensymbol. Die sind doch hier das überall. Das ist ja toll. Das ist ja super. Jetzt sehen wir endlich mal den Keller ein bisschen heller. Ja, und hier ist dieses... Ja, heute ist er in den Reihen. Statue hier, das wollte ich noch zeigen. Ja, da hinten hängt auch jemand. Wo? Da hinten hängt... da ist jemand im Schaukasten drin. Ja, das ist richtig kranker Scheiß hier. Okay, das sieht ja... Oh, hier ist eine Tür. Nein. Die haben wir das erste Mal nicht gesehen. Ach doch, hier ist der Stuhl. Aber hier ist auch nichts, ne? Ganz ein komisches Haus ist das, ja. Ganz. Also du hast keine Ausschläge, ne? Vielleicht sollten wir, wenn du Ausschläge findest, da stellen wir dann die Staffelei auf. Dann lass doch mal hochgehen in den Brautraum. Ich kann es nicht ernst nehmen, wenn du mit deinem Knackarsch hier hochläufst. Wie soll ich das ernst nehmen? Okay, EMF. Hier? Ja. Ich stelle hier die Staffelei auf. Warte. Zack. So. Hier steht sie schon mal. Vielleicht malt er ja gleich was. Oh, ja, mein Stift malt auch schon. Oh. Das EMF. Oh, ich weiß, was das EMF. Oh, warte, ich weiß, wo es ausschlägt. Ja. Nicht jugendfreier Content hier wieder. An meiner knackigen Unterhose natürlich. Ja, super. Schau, dann schaut irgendwie wirklich aus wie du. Ich glaube, ich muss mir auch noch meinen Charakter hier richten. Ja, mach das. Das ist bestimmt lustig. Das mache ich dann gleich. Hier gibt es eine extra Charakterbaufolge mit mir. Ich gehe mal ins Klo hoch. Im Klo oben liegen wieder die Tarotkarten. Ich gehe mal hinten zur Dingens. Zur Braut. Ja, mach das. Und guck mal, ob ich was sehe hier. Oh, great. Oh, hallo? Oh, direkt aus, ey. Hallo? Hallo, Braut. Oh, Abwechslung. Es ist aber auch immer dasselbe hier. Ich habe jetzt mal extra nichts gesagt, als ich vor dem Ding stand. Ich versuche jetzt mal, ob das wirklich auf Sprache reagiert. Sprache. Victoria. Ja, das ist Victoria. Das ist ja geil. Du musst mal hier reingehen und Magna sagen. Da, Magna? Wo denn? Hier, wo ich bin. Wo bist du denn? In diesem Raum mit den Büchern. Ach so. Ja. Weil da steht nämlich Magna hier, weißt du? Da. Also Magna. Wird das nicht. Oh! Oh! Holy shit, Alter. Hast du das gesehen? Lebst du noch? Hast du das gesehen? Ja. Scheiße. Ich schrei hier wieder die ganzen Kinder wach, du. Ich kann das nicht. Oh, fuck. Wir müssen flüstern. Ja. Was denn hier nochmal? Anger.
Aber was bringt das denn? Ich weiß das ist nicht, ja immer aber es die, funktioniert. Immer das, ja, aber dann ist irgendwas hinten mit dem Calm Down, Simon oder so. Warte, lass keine mal Ahnung. Kurz. Aber hier. Dream. Dream. Ja, ja, das geht. So, warte mal. Simon, calm down. Vielleicht ist unser Englisch. Calm down, Simon. Calm down, Simon. Du dröhnst mir die ganze Zeit im Ohr rum, ey. Simon. Calm down. Psst. Nein, du musst. Hast du sie was gesehen? Was denn? Hast du sie nicht gesehen? Nein, hab ich nicht. Du hast irgendwelche Psychose, also Schauerland, glaube ich. Guck dir mein Video an. Hier atmet was. Ja, hier atmet was. Irgendwas. Hörst ja, du das habe ich auch gehört. Das war kein Atmen, Bro. Das war irgendwie schon. Das war schon mehr als Atmen. Schweres Atmen. Das war. Ich kann das nicht mehr. Das war ein halbes Aufessen, war das. Ich kann das nicht mehr. Also pass auf, da hinten blinken wieder die Lichter. Ja, aber EMF hat nicht ausgeschlagen bisher. Also ich mache EMF jetzt mal weg. EMF-Stufe. Wir haben keinen Fingerabdruck oder was? Da, hast du wieder. Da war sie wieder. Ja, ich sehe sie nicht, Junge. Du siehst sie nicht. Willst du mich nein, verarschen? Nein, ich glaube, die hatten einen Kick auf dich. Oh, mir geht's nicht gut. Oh, jetzt wird mir komisch. Oh. Ja, siehst du? Das ist das erste Mal, dass mir komisch wird. Okay, oh. Wir haben wieder den Käse hier mit hast irgendwas du das? Bewegt. Ja, ich gehe jetzt mal raus, weil das EMF-Gerät nicht ausschlägt. Ich hole jetzt mal ein anderes Gerät. Was sagt denn die Staffelei hier? Keine Staffelei. Nichts ich will auf der nicht Staffelei. Mehr sein. Nichts auf der Staffelei. Okay, gut, dann bring die Staffelei zurück und ich muss wir holen uns beruhigen. Das andere nee, kann ja ruhig da stehen bleiben. Die müssen wir nicht mitnehmen. Alter, ey, nein, ohne Scheiß. Ich sehe die ganze Zeit ist diese Geisterlady da. Er braucht eine Valium, der Bruder. Ich nehme, hast du das, Nee, habe ich nicht, nee. Das, die Geisterbox, ist die mitgenommen? Nee, die nimm du die mit. Die war dann nehme ich die gelegen. Mit. Die kann, ja, nimm du mal gucken, mit. Ob sie mir antwortet. Eieiei. Junge, hallo? Junge. Vielleicht müssen die ganze Zeit hier vorhalten. Gehen wir jetzt wieder, wo bist du denn? Bist du wieder drin? Drinnen, aber oh, liegt aber ordentlich Holz vor der Hütte. Wirft hier mit Gläsern rum, bist du blöd? Das ist Poltergeist. Warte, wir gucken mal. Also, warte mal. EMF-Stufe 5 haben wir nicht. Fingerabdruck haben wir nicht. Staffelei haben wir nicht. Gefriertemperaturen hatten wir bisher nicht. ESG-Geister, keine Ahnung. Geisterbox-Antwort. Ja, Fingerabdruck hatten wir definitiv nicht, ne? Ich habe nichts gefunden, nee. Okay, dann lass mich mal nach Elektroplasma-Flecken suchen. Such mal. Was war das denn? Geisterbox. Sie redet hier über meine Box. Echt? Wir haben die Geisterbox. Echt jetzt? Geisterbox, ja. Geisterbox-Antwort. Meiling oder okay. Gipo kann es sein. Ja, warte. Guck mal, ob wir Elektroplasma. Ja, ja, es leuchtet hier. Was sagt sie denn? Weiß ich nicht. Böse Sachen. Böse Sachen. I will? That's not bad oder so hat sie warte, gesagt. Ich mach mal das Licht aus. Are you there? Hast du dich gerade in den Schrank verpisst? Mhm. Also ich weiß nicht, wie man dieses ESG-Ding hier triggert. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Wer ist das eigentlich hier? Ist das Julius Caesar? Nee. Das ist die Omi. Ich bin eh gleich tot. Na gut. Was ist denn, warte mal, lesen wir mal Mühling. Was ist denn Mühling? Die Beziehung zwischen Mühling und Feuer ist uns noch unklar, aber Feuer scheint ihm zu gefallen. Mhm. Und Gipo? Wo ist denn Gipo? Er ist als Geist bekannt, der gerne Spiele spielt und seine Geschwindigkeit je nach Situation ändern kann. Es möchte vielleicht spielen mit Menschen spielen. Beim Spielen besteht keine Gefahr, aber wenn es langweilig wird, bedeutet das, dass sie in Schwierigkeiten sind. Es wurde beobachtet, dass Gipo 6 bis 8 Minuten lang mit ihren Opfern spielt, bevor sie beschloss, sie zu töten. Es kann Scheinjagden auslösen, um sie zu täuschen. Scheinjagden werden ihren Verstand schnell erschöpfen. Wenn das Spielen langweilig wird, wird er versuchen, sie zu töten. Schwächen, wenn es beschlossen hat, sich zu töten, verringert sich seine Geschwindigkeit auf dem Normalwert. Während Scheinjagden wird sie schnell vorankommen.
Wenn er mit dir Spielchen spielt, bist du in Sicherheit. Ektoplasma-Flecken, Geisterbox-Antwort und ESG-Geisterreaktion sind die Beweise. Nee, das muss was anderes sein. Also was haben wir denn auf jeden Fall? Wir haben auf jeden Fall... Also Gefriertemperaturen haben wir nicht. Wir haben auf jeden Fall Geisterbox-Antwort. Es kann aber nur Gypo sein. Ich lock jetzt Gypo ein. Ich lock jetzt Gypo ein. Bist du sicher? Was Doch. Ist denn, wenn du was anderes einloggst? Dann kriegst du wahrscheinlich die Punkte. Der spielt auf jeden Fall hier rum. Oder hast du das gerade gemacht? Nein, das war ich nicht. Also er spielt. Ja, komm, dann nehme ich auch Gypo. Okay, komm, lass das mal nehmen. Wir schauen mal. Es kann ja nur das sein, oder? Ich habe keine Ahnung. Lass mal gucken. Alles andere ist ja Quatsch. So, lass uns hier abhauen. Ich kann dieses Haus nicht mehr sehen. Ich auch, ich kotze gleich. Ab ins Auto. Und tschüss. So, schauen wir mal. War bestimmt eh falsch. Wer wäre es gewesen? Wer ist der andere? Yokai. Das war der andere gewesen, oder? Oder? Warte, lass nochmal gucken. Ey, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Und, ja, weiß ich nicht, was das nochmal. Wir haben jetzt auch eine Stunde voll. Ich glaube, wir lassen es erstmal. Wir gucken erstmal. Wir gehen da beim nächsten Mal auch mal mit Julfa rein, aber wir müssen das langsamer angehen. Dann haben wir zumindest schon mal ein bisschen was gelernt. Ihr könnt auch gerne Tipps in die Kommentare schreiben. Dann lesen wir uns durch und versuchen es beim nächsten Mal besser zu machen. Das war jetzt die Vorrunde, Leute. Lasst Daumen und Abos da. Kleine Vorrunde zum Aufwärmen. Ich mach das Licht aus und dann kannst du noch ein bisschen meinen Körper genießen. Nein, will ich nicht. Tschüss, tschüss. Achso, warte, ich wollte ja meinen Körper noch machen. Stimmt, ich wollte ja meinen Körper noch machen. Das kannst du jetzt machen. Bis dann, ciao. Ja.